Roman geht es konkret um, ich möchte jetzt nicht den ganzen Inhalt wiedergeben, aber ich versuche Eigenschaften einzubringen wie amüsant, erotisch, kriminell, spirituell und verstörend. Es ist so, ich bin 14 Jahre lang. Ich war 14 Jahre lang als Gymnasiallehrer tätig und ebenso lang als Psychotherapeut. Sigi Jung war der Vater meiner Großmutter. Jung hat geniale Entwürfe hervorgebracht. Er war für mich ein Genie, aber auch ein Kind seiner Zeit. Ein Kind von seiner Zeit. Mein Buch ist an Frauen und Männer adressiert. Nun ist es so, dass ich zugeben muss, dass autobiografische Elemente enthalten sind, dass die drei Hauptfiguren bestimmt auch Anteile von mir selbst haben. Das gestehe ich eigentlich nicht besonders gerne. Inspiriert wurde ich. Das sind Lebensthemen, die mich interessieren. Also beispielsweise die Borderline-Problematik mit emotionalen Abhängigkeiten. Mit 27 bin ich auf die Literatur zu Nahtoderfahrungen gestoßen. Meine Inspiration war eigentlich die, dass ich versucht habe, einen packenden Roman zu schreiben und dabei auch gewisse Botschaften rüberbringen wollte.